Die sehr tempogeladene Partie entwickelte sich schnell zu einem wahren Endspiel. Beide Seiten zeigten eine hohe Motivation. Kontern ergriff sofort die Initiative und zog mit einem Zwischenspurt davon. Die Muspelheims hatten mit taktischem Einsatz immer wieder versucht, Kontern aufzuhalten. Es dauerte nicht lange und die Mosellaner hatten mit vielen Einzelaktionen zu kämpfen. Trotz teilweise erfolgreicher Angriffe baute Kontern seine Kräfte aus. Auch eine Zonenverteidigung der Muspelheims konnte da nicht mehr viel helfen. Kontern hatte einfach die besseren Karten und Reserven, sie behielten die Übersicht. Die drohende Niederlage konnte von den Mosellanern trotz letzter Kraftanstrengung nicht abgewendet werden. Da halfen auch Distanzschüsse nicht mehr. Die tragende Säule im Konterner Team war ohne Frage der US-Amerikaner Brandon Gary. Kontern erhöht damit seine Stärke-Serie von 16 Heimspielen in Folge um eine weitere. Meisterkrone passt jetzt.